Hallo liebe Gartenfreunde, es ist mal wieder Zeit, in den Gemüsegarten reinzugucken und auch vielleicht in den Rest des anderen Gartens. Denn hier hat sich doch schon einiges nun getan in den letzten Tagen, da ist ja etwas wärmer geworden. Und gucken wir mal hier zu unseren dicken Bohnen. Die haben sich also schon sehr ordentlich gemacht. Nur eine Ecke mit den ganzen Kratern. Das waren die Spatzen. Die buddeln sich da ihre Löcher und machen ihr Sandbad. Da muss man immer mal Wasser reingießen, dann lassen sie das eine kurze Zeit nach. Auf diesem Ende des Beetes sehen wir ja nie was ein. Da ist der Neuseeländer Spinat. Und wenn die Zeit gekommen ist, so Mitte Mai, dann kommt er auch von selber wieder. Trotz Umgraben, trotz Kompost draufschmeißen, umarbeiten und so weiter, der sieht sich immer selber wieder aus. Hier eine interessante Sache, unsere frühen Erbsen. Da kommen sie und auf einer Ecke hatten wir hier eine Folie gelegt. Und jetzt schaut euch mal den Unterschied an. Also das ist schon eindrucksvoll. Die hatten wir gleich drüber gemacht bei der Aussaat, beziehungsweise direkt nach der Aussaat. Und das Stück Folie war halt zu kurz. Entsprechend haben wir dann hier eben keine drüber gehabt. Ja, die Erdbeeren treiben gut durch. Die haben wir ja im Herbst gepflanzt. Im August schon, oder wann war das? Oder ja. September? August. Ja. Ende August. Was man hier sieht, das ist unser Wurzelgemüsebeet. Hier sind also gelbe Möhren, orange Möhren, frühe und späte und Pastinaken. Und sogar Schwarzwurzeln auf dem anderen Ende. Ja, da hinten eine Ecke Schwarzwurzeln. Das sind die Radieschen, die hier als Markiersaat ausgesät sind, immer so alle 10, 15 cm eins. Aber hier zwischen sieht man auch schon die Möhren kommen da. Ach ja, und diese Fäden hier, das sind die Schwarzwurzeln. Sechsten, dritten. Mhm. Ja, 5 Reihen Spinat auf dem 1,20er Beet. Und es wird dringend Zeit, mal wieder zu hacken. Aber wir hatten die letzte Zeit so viel anderes zu tun, da sind wir jetzt noch nicht zu gekommen. Und heute haben wir uns vorgenommen, mal nicht zu arbeiten. Ja, ist schön gekommen. Wir haben ihn unter Netz wegen der Vögel. In diesem Beet haben wir nochmal dicke Bohnen. Mit den dicken Bohnen hatten wir dieses Jahr ein merkwürdiges Erlebnis. Ich hatte sie vorgeweicht einen Tag oder über Nacht so, bevor ich sie gepflanzt habe. Dann habe ich hier in diesem Beet ausgesät. Ingo, guckst du mal eben auf dem Schild wann? 6.3. Ach so, auch 6.3. habe ich die ausgesät. So, und dann war aber hier das Beet insofern voll, weil wir auf der anderen Hälfte eben was anderes geplant haben. Und da, wo die einzelne Reihe dicker Bohnen ist, hier vorne, da war das Beet noch nicht vorbereitet, also noch nicht gegraben oder noch kein Kompost gegeben oder was auch immer wir da noch vorhatten, war noch nicht fertig. Und dann habe ich die dicken Bohnen, wenn ich sie jetzt weiter im Wasser hätte liegen lassen, dann hätten sie ja angefangen zu faulen. Habe ich sie also einfach in so einen Joghurtbecher gegeben, ein bisschen Handvoll Erde drunter, Handvoll Erde drüber. Und dann habe ich es vergessen und dann sind wir erst eine gute Woche später dazu gekommen, hier das Beet fertig zu machen, weil nämlich plötzlich aus dem Joghurtbecher schon Keime kamen. Steht da, ne? Steht nichts drauf. Nee, naja. Aber mindestens eine Woche. Ja, wird eine gute Woche gewesen sein, dass die da in dem Joghurtbecher vor sich hingefristet haben. Aber eben im Wohnzimmer, das heißt, sie standen also weit wärmer als hier draußen. So, und dann haben wir gedacht, naja, egal, wir versuchen es. Wir haben die also vorsichtig da voneinander entwirrt und dann eben eingepflanzt. Ich habe hier vorne angefangen, irgendwo auf der anderen Seite. Da haben wir also dann erstmal die mit den längsten Keimen und zur Mitte hin waren dann noch so ein paar, die keine Keime drin hatten. Und die kamen also so derartig schnell und kräftig. Und man sieht auch richtig, in der Mitte ist es etwas niedriger noch.
Also solange man nicht wartet, bis die richtig groß werden, ist das vielleicht eine gute Idee, die doch ein paar Tage im Warmen in Erde liegen zu haben, die Kerne, bevor man sie einpflanzt. So, hier haben wir unsere Zwiebeln gesteckt, das ist aber erst ein paar Tage her. Da ist also noch nicht viel zu sehen an Grün. Haben wir auch jetzt das Netz drüber, damit die Amseln nicht meinen, das wären irgendwelche Würmer, die die Zwiebel spitzen und die rausziehen. Da hatten wir schon öfter mal Ärger mit. Das wollten wir uns jetzt diesmal ersparen. Hier unser Frühbeetkasten mit dem automatischen Öffner. Es ist warm heute Nachmittag. Weiß nicht, sieht man es so? Ist also ein Stückchen aufgegangen. Auch hier müssen wir zusehen, dass wir mit dem Unkraut mal Einhalt gebieten. Hier sind zwei Reihen Radieschen. Eine haben wir schon so gut wie aufgegessen. Die sind also gut. Dann haben wir hier Wirsing und Kohlrabi und viel Unkraut. Salat. Und da rechts sind noch ein paar Frühlingszwiebeln. Ja, und nun braucht man hier nicht zu warten, bis das große Köpfe sind. Das ist sowieso ein Pflücksalat. Ja, da fangen wir jetzt schon mal an und ernten hier außen die Blätter ab. Und dann kriegen wir genug schon mal für einen kleinen Salat zu Abend zusammen. Und dann können die Pflanzen weiter wachsen. Ja, wunderbar knackiger Salat. Ja, wir müssen es gestehen, das Radieschengrün mögen wir nicht so gerne, aber wir kennen jemanden, der das sehr gerne mag. Unsere Apfelbäume haben schon schön Knospen angesetzt. Der James Grief, der ist hier über und über voll mit Knospen. Mal sehen, wie viele Äpfel er dieses Jahr kriegt. Ja, hier kann man jetzt schön sehen, wie der Öffner das Fenster oben aufgemacht hat. Und wenn wir jetzt einen Salat oder Radieschen wollen, können wir eben unten aufklappen. Unabhängig von dem Öffner. Wir können hier den Salat ernten oder auch hier sind schon die ersten Radieschen nahezu genussreif. Ja, ein bisschen klein sind sie noch, aber... Ja, hier vorne stehen Zwiebeln. Frühlingszwiebeln. Und da hat sich noch eine dicke Bohne groß gemogelt. Die müssen wir noch umpflanzen. Ja. Und ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, oder war es vor 1 Woche? Nee, ich meine vor 2 Wochen einen Topf Basilikum gekauft. Und da habe ich ein paar Stücke von hier einfach ins Hochbeet gesetzt und tatsächlich, der wächst. Ja, der Pflaumenbaum steht in voller Blüte. Wollen wir mal hoffen, dass wir dieses Jahr ein paar Pflaumen kriegen. Letztes Jahr waren gar keine dran, ne? Ja. Und vorletztes Jahr 5 Stück. Ja. Also ist noch ausbaufähig. Und hier der wunderbare Schnittlauch. Heidelbeere sieht auch ganz gut aus eigentlich. Ne? Ja, die hat auch ordentlich Blüten angesetzt hier. Was sehr wenig Blüten angesetzt hat, ist hier unsere Birne. Da ist nur sehr wenig zu sehen. Der Liebstöckel ist gerade in der letzten Woche gewaltig gewachsen.
Diese Birne hier war von der Wühlmaus nahezu total abgefressen. Die hat im letzten Jahr nur ein paar Blätter gekriegt, praktisch gar keine Triebe und das ganze Jahr so gestanden. Ich dachte schon, sie geht ein, aber sie hat immerhin hier neue Knospen entwickelt. Vielleicht kommt sie ja durch, die Wühlmaus ist weg. Ja, die einjährigen Himbeeren sind ja im Frühjahr ganz und gar abgeschnitten worden. Dann mit Kompost versorgt und hier einer Mulchschicht oben drauf. Und jetzt treiben sie wunderbar durch. Ja, die sehen wirklich gut aus, ne? Ja, einjährig soll bedeuten, das sind Herbsthimbeeren. Das heißt, sie tragen am einjährigen Holz. Sie sind natürlich mehrjährig letztendlich, ne? Also man schneidet eben im Winter alles ab, überirdisch oder bodennah. Und dann treiben die im Frühjahr neu aus. Die Brombeerruten, die letztes Jahr getragen haben, sind ja alle entfernt worden. Das sind die neu getriebenen Ruten hier und die treiben jetzt auch schön aus. Und ähnlich wird ja die Weinbeere gepflegt, die wir hier sehen. Die sieht mir allerdings ein bisschen mickrig aus. Ob unsere kleine Apfelquitte hier dieses Jahr eine Frucht trägt, wissen wir noch nicht. Da müssen wir noch abwarten. Ich glaube noch nicht so richtig dran. Ja, da ist uns auch noch ein Ästchen abgebrochen. Naja, vielleicht braucht sie nun ja länger, egal. Hier noch ein paar Blumenbilder, damit man sieht, dass wir nicht nur Obst und Gemüse im Garten haben. Ja, unser Aronia-Büschchen hat sich wunderbar entwickelt und hat sitzt wieder über und über voll mit Blütenknospen hier. Ich denke, man sieht's. Also da werden wir wieder eine schöne Ernte haben. Das soll es für heute mal gewesen sein mit unserem Gartenrundgang. Viel Erfolg mit euren Gartenprojekten und tschüss.